Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Da sind wir wieder zurück. Der gute Tro. Hallo, Tro. Hallo, Game to Play. Yeah, und ich bin wieder da. Ja, es geht los. Ich reise hier mal zu Tro, genau. Genau, komm mir einfach hinterher. Jo. Wir sollen zum Kristallbogen. Alles klar. Sequenz. So, da sind wir am Kristallbogen und ich glaube, es geht jetzt gegen Diablo himself an die Reihe. Yay. Und ganz ehrlich, ich habe ja gut viel Schaden, kann ich ja machen, aber meine Verteidigung lässt zu wünschen übrig, weil ich so blöd war. Egal. Ich bin Legion. So, komm und jetzt geh sterben. Ja, was ich jedenfalls sagen wollte, genau, ich habe meine Waffen habe ich ja, nicht meine Waffen, meine Rüstung habe ich so umgeswitcht, dass ich eigentlich voll auf Rüstung nicht mehr drauf geachtet habe, ne? Und ich bin halt so voll auf Angriff gegangen. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, ne? Ich hoffe einfach mal, es war kein Fehler. Wir werden sehen, aber bis jetzt nehme ich irgendwie gar keinen Schaden so richtig. Ja. Der hat mich. Oh. Kann ich dich befreien, Eva? Da bin ich mal gespannt. Schattenklon. Tro, bist du noch da? Ich höre dich gar nicht. Ich höre den Jungen nicht. Das ist jetzt schlecht. Oh, bist du noch da? Oh. Oh. Wir rennen erstmal voll durchs Feuer. Jetzt probiere ich mal was. Ich rufe den Thron nochmal an. Also falls der Thron mich jetzt hört, bitte achte auf Discord. Ja. Ich rufe dich nochmal an. Ah, da Wow. bist du. Juhu, ich höre den Tro wieder. Nice. Juhu. Du warst noch viel weg. Ja, ich weiß, ich hab's ja gehört. Gut. Es ist schön, dass du es gehört hast. Das ist ganz Ja, komisch, aber du ey. nicht. Nee, ich nicht. Ich bin noch nicht wieder bereit. Aber ich habe ja gut reagiert. Hoffe ich. Vielleicht ein bisschen zu spät. Oh mein Gott, ey. Jetzt gehen wir hier sterben, ey. So.
Ich kümmere mich um Diablo myself. Mach das. Ich habe hier noch so einen Schattenklon an der Backe. Doch, meine Nephilim-Kräfte helfen mir hier. So sterben wir jetzt, so blöder Klon. Wie lange lebt denn der, ey? Geht doch. Nein, er hat mich schon wieder gefangen. Oh, verdammt, ich habe gerade meinen mega coolen Skill verbraten wieder. Nicht wieder warten. So. Nimm deinen. Soll ich meinen nehmen? Na gut. Ich dachte, ich helfe dir. Wow, Hilfe, neben mir aufgetaucht. Ah, ist eingefroren. Ich muss außen rum um das Feuer. So, immer schön verfluchen. So, jetzt. Ich bin noch nicht wieder bereit. So, komm, jetzt lassen wir uns endlich erledigen. Donner! Geht doch. Jawohl. Jetzt geht's weiter, oder? War klar. Dieses erbärmliche Licht muss ausgelöscht werden. Okay. Round 2. Ah, ne, Round 3. Fight! Sterben, ja, dann ist ja gut. Und wenigstens hat er nicht wieder volle Energie. Der Gute. Das ist noch nicht bereit. Diablo brennt. Oh, oh. Immer schön ausweichen aus diesen Schatten, aus diesen Knochenkäfigen. Mhm. Kann man die eigentlich kaputt machen, wenn da ja eine drin ist? Nee, ne? Nee. Habe ich schon probiert. Ja, aber Hut ab, ich bin noch nicht gestorben, ne? Wow, 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 wow. So, und wieder schön auf Diablo. Wow, wow. Schön ausweichen. So, jetzt ist er dran. Ja, komm. Komm, geh down. Herausforderung, das oberste Übel besiegt. Hab meine Typen schlagen immer noch weiter drauf ein. Oha. Erstmal looten, ne? So. Jetzt gucken wir erstmal, was ich hier bekommen habe. Oh, eine schöne neue Brust. Was? Ein grünes Item? Ein Set-Item? Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Du hast ein Set-Item? Okay. Okay, das lege ich an. Das kann nicht besser sein. Nee, sag ich doch, das ist schlechter. Aber immer noch nicht die 100k geknackt. Noch nicht? Nee. Ich bin jetzt wieder bei 95 unten. Weil ich irgendwie so ein bisschen Angst habe. Und noch ein Geschenk versendet. So.
Dann reden wir mal mit Auriel. Warte kurz, wie viel... Ja. Hä? Achso, okay. Nee, alles gut. Hä, das war gerade echt komisch gerade. Okay. Ich hatte gerade 1500 Rüstung. Okay. Gut, bist du soweit? Ja. Der Tag ist gerettet. Diablo ist besiegt und mit ihm alles Böse. Das Böse bezwingt man nicht so leicht. Die Zeit wird es zeigen. Alles klar. Nächster Akt, nächste Videosequenz. Viel Spaß. Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Maltael. Wieso? Der Nephalem wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Mir kamen Berichte zu Ohren,
dass Engel sich auf die Stadt Westmark stürzen, wo sie Männer, Frauen und Kinder abschlachten. Doch zu welchem Zweck? Die Verteidiger der Stadt konnten sie nicht aufhalten. Doch jetzt bin ich hier und werde die beschützen, die noch nicht verloren sind. So, da sind wir nun in Akt 5. Ja, ist doch geil gewesen, ne? Ja. War auf jeden Fall. Den Tod hält niemand auf. Wir werden das tun. Aber das werden wir erst im nächsten Part tun. Okay, komm, die machen wir noch platt hier. Ja, wer ist er denn? Da rennt einer mit uns mit. Stirb! Lasst uns jetzt in Ruhe hier den Part beenden. Maltael hat den schwarzen Seelenstein gestohlen. Ihr müsst mit mir kommen. Ja, wären wir doch. Sterben Menschen. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, um Maltael zu finden. Ich werde Tyrael in Westmark treffen. Geht. Ich werde nicht versagen, das schwöre ich. Hau rein. So. Und genau dasselbe machen wir jetzt auch. Wir werden jetzt auch gehen. Und ihr werdet den nächsten Part wieder bei den guten Tro finden. Und ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ich bin euer Tro rein. Tschüss, tschüss.